Willkommen, Freunde, zu Beyond Two Souls. Es wird wieder Zeit, es weiter zu zocken. Das letzte Mal richtig geile Verfolgungsjagd auf dem Zug mit dem Motorrad. Was für ein epischer Moment. Ich habe dann ausgemacht, wo wir mit dem Mädel in der Vergangenheit waren und so ein bisschen, ja, die Gegend erkunden sollten. Besser gesagt, die Mutter meinte, wir sollen spielen gehen. Und da werden wir jetzt auch weiter anknüpfen. Genau, die Szene kenne ich noch aus dem letzten Mal. Mami! Ja, da muss es angefangen haben mit ihren Superkräften. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Genau, die Szene meinte ich, da haben wir letztes Mal aufgehört. Jetzt muss ich mit der Steuerung nochmal klarkommen. Laufen ganz normal. Ah, hier konnte ich die Kräfte schon freisetzen. Eieiei, wenn ich die Mutter wäre, wäre ich schon weggelaufen. Na, gehen wir mal spielen. Natürlich schön mit der ganzen Weihnachtsdeko. Das dauert bei uns ja auch nicht mehr lange und dann ist schon wieder Weihnachten. Gehen wir mal oben nach oben in unser Zimmer. Jodie, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Ja, komm, machen wir mal auf herkömmliche Art und Weise. Ja. Müssen wir nicht mal unseren Zauber benutzen. Diese ist, das sind die mal seltsam, wie diese weißen Punkte. So, okay, dann zieht man einfach nach unten und dann interagiert sie. Hey, Feenblüte! Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen mein Auto.
ein tolles Auto. So, jetzt können wir hier nach rechts und links machen. Passiert irgendwie nichts. Ja, das ist das Problem. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Ich wollte einen anderen Steuerknüppel haben, hat aber nicht gesagt, welchen ich benutzen soll. Okay, wir sollten ja Öl aus der Garage holen, das sollten wir mal nicht vergessen. Sind da, na gut, dann los, hier lang. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. Er ist ja so hübsch. Alter. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Also, ich hätte ja gedacht, dass sie die Kräfte irgendwie selber auslösen kann. Aber dass der sich so selbstständig macht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier gehen wir mal nach unten. Aber wir sollten in die Garage, ne? Garage Öl holen, das heißt, wir müssen noch Schuhe anziehen. Jody, wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Ich denke, wir sollen Öl aus der Garage holen. Oder ist die Garage mit dem Wohnzimmer verbunden? Mit dem Haus, das kann natürlich auch sein. So oft sind in amerikanischen Häusern. Aber sie hat ja auch noch Socken an. Hier geht's in die Garage. So, jetzt drehe ich einen rechten Steuerknüppel, es passiert nichts. Dann drücke ich den linken. Es passiert nichts. Also da merkt man, dass das Spiel echt alt ist und einfach nur umgesetzt wurde. Die Steuerung ist manchmal echt ärgerlich, gerade wenn es die weißen Punkte sind. Oh, gruselige Puppe. Eigentlich brauchst du ja keine Angst haben bei ihrem Beschützer, den sie so hat. Alles okay. Ich glaube, später kommt sie mit der Erscheinung ein bisschen besser klar. Oh, es war nur die Glühbirne, Schatz. Dein Vater sollte die längst ausgetauscht haben. Ich habe was gesehen, Mami. Das hast du dir bestimmt nur eingebildet. Da ist nichts. Guck. Weißt du, die Arme. So, wir müssen jetzt hier nochmal was machen. So, ich muss mich mal dazu schalten. Nehme ich auch die ganze Zeit weg. So.
Spiel fortsetzen. Erwachsenen passiert das manchmal auch. Ist okay. Noch ist das okay, ja. Aber irgendwann wird es dann so viel und so dramatisch. Die Mutter hat natürlich die Stühle ein bisschen ausgeblendet, ne? Die sie gestapelt hatte. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Okay. Ist auch wieder so typisch, ne? Vorhin hat sie noch gesagt, was machst du da draußen, ne? Dann hat sie die Tür wieder zugemacht. Und jetzt... So, geht sie spielen. Aber gut, sie zieht sich alleine an und muss sich das nicht noch machen. Jody, wo willst du denn hin? Da geht's nicht in den Garten. Ach so. Das weiß ich doch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Ich wohne auch da nicht. Wird es wahrscheinlich hier durch die Küche hinten rausgehen. Jetzt funktioniert die Steuerung komischerweise wieder. Ich gehe ja schon. Mit dem weißen Punkt. Natürlich schön gemacht, ne, mit der Landschaft toll, hier. Jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder Aiden? Dir ist nie kalt. Wenn sie die schaukeln und Aiden hilft dir? Schubst du mich an, Aiden? Jo, das hat funktioniert. Los, zeig dich, Dummy. Genau, okay? Ich schwör's dir. Hast du das gehört? Das kam von der Straße. Au, das ist kalt. Das ist kalt. Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir. Ja, das sind Kinder, die spielen. Komm schon, los, auf ihn. Komm schon, los auf ihn! Hey, das ist fies. Komm schon, los auf ihn! Kommt ihr da? Nur bei Mutter reingucken. Ja, weiter können wir aber nicht gucken, also. Stopp! Schluss damit! So, warte mal, wie war denn das nochmal? Also. Können aber nur beobachten, wir können nicht eingreifen. Dass wir vielleicht helfen können oder so. Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir. Okay, die spielen ja nur. Ich dachte schon, da wird einer verletzt oder so. Oder können wir die Mutter beobachten? Können wir hier irgendwas beeinflussen? Nee, ne? Mm-hmm.
voll ins Gesicht getroffen. Bin hier nicht eben da auch noch ein gelber Punkt, oder habe ich mich verguckt? War ja auch schon. Und ich habe einen Bonus freigeschaltet. Ja, das ist doch super. Erwischt! Ja. Ich kann sie ja mit denen da durch den Zaun sprechen oder spielen oder. Komm schon, los auf ihn! Erwischt! Au! Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling! Das! Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Ja, sie nutzt ihren Geist aus, wie geil. Oh. Kommt, ihr Nasen, Perle auf! Kann ich auch mal helfen, Aiden? Aiden, du bist der Beste. Er ist ja gerade so durchgepasst. Jody, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Nimm das. Hey, das ist fies. Au, au, das ist kalt! Krass, also wirklich ein ganz normales Mädchen. Mal überlegt, was später daraus wird. Sie die Polizei da halb auseinander nimmt. Die ganze Station. LB? RB. Okay, doch. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, nein, lass mich gehen. Nein, nein, stopp. Gut, ist noch losgelassen, aber ich dachte, er erstickt mir. Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht Jody. Hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jody Holmes ist eine Hexe. Komm mit, komm mit. Wir gehen heim. Komm, komm mit. Geh jetzt ins Haus. Gott, Eddie, das... Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden.
Jody, diesmal gibt es richtig Ärger! Nein. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Toll, es ist so schöne Landschaft. Es ist Weihnachten, schön dekoriert. Und dann sowas, Mann. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Ich habe mir das schon gedacht, dass dieser Teil sehr emotional wird. Deswegen musste ich ja letztes Mal ausmachen und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, das spielen wir mal ein bisschen später. Geh weg, ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind! Geh weg! Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen, das... Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, so über sie zu reden! Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern! Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Ich kann den Vater ein bisschen verstehen. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Sie kann gar nicht schlafen, ne? So Mist. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Mich würde mal interessieren, wer dieser Aiden ist. Ist das ein verstorbener Geist oder? Krass, dieser Aiden hat sich auch halt verletzt, ne? Und ich frage mich überhaupt, was spielt der für eine Rolle? Irgendwie hilft er ihr und sie kann ihn kontrollieren und andererseits verletzt er sie. Das ist irgendwie komisch. Auf jeden Fall haben wir schon viel aus ihrer Geschichte gelernt. Als junges Mädchen, Jody, als sie älter war. Wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die
DPA hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Heftig, heftig. Jetzt muss ich mit meinem Geist gegen andere Geister kämpfen. Sehr, sehr interessant. Jody, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Warte, ich scheine es ja zu überleben, weil später ist sie ja beim Militär und kurzhaarig. Also. Ich tu's. Das kann ja wieder spannend werden. Verdammt, Nathan! Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Verstehst das nicht? Sie ist die Einzige, die das beenden kann! Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Ist das irgendwas? Verzeihung, Miss. Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Los, ich bin bereit. Wirklich? Das ist ein Albtraum. Gibt alles keinen Sinn. Wieder aufwachen, Mann. Was macht sie denn hier? Alles vernichtet. Ist das irgendwelche Infos? Also, dass sie jetzt reingeht, alles in Ordnung. Aber dass er auch reingeht, das halte ich für ihn nicht sehr gut. Es ist unmöglich einzugehen. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Auf der Stelle! Jody, die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaffe das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Die ist auf jeden Fall sehr optimistisch. Oder würde ich sagen, kämpferisch. So, wir sollen ja in den Keller gucken. Da muss der Kontrollraum sein. Damit müssen wir ja nur der Beschilderung folgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. So, Administration. Mal Laserraum, Robotikraum. Ja. Alter, die haben aber ganz schön gewütet hier, das ganze Blut hier am Boden. Warning, Warning, Warning. Ich glaube schon, ne? Zurück. Was ist ja da oben?
Hier kann ich nichts beeinflussen, kann mich zwar drehen, aber... Doch, keine Punkte. Muss man so machen. Ich hoffe, dass keiner mehr im Gebäude. Hab mir schon fast gedacht. Wieder so eine richtig miese, harte Geschichte. Er wurde von irgendwelchen Gegenständen angegriffen. Hier, da ist der Fahrstuhl ist. Wir mal gucken, ob wir da drücken können. Na gut, sie geht gleich in die 4. Sein Gehirn ansteuern konnte, gehe ich mal davon aus, dass er noch lebt. Gottes Willen. Okay. Den Blutspuren zu urteilen, leben hier nicht alle. Um. Nur noch mehr Tod. Da drin! Heftig, heftig, ja. Den hätte ich an ihrer Stelle mit Aiden weggezogen. Aber vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Also unabhängig davon, was da passiert ist, wenn ich mir das da angucke, also ich finde das so schon gruselig. Oh. Der Tisch. Er hat aber schöne Augen gehabt. Versuch's bitte von der anderen Seite. Ja, versuch's von der anderen Seite, kann doch nur Alben sein. Vielleicht? Ja. Eine andere Möglichkeit geben. Da geht's nur zurück. Yo! Check the flow.
Ja, die haben aber ganz schön gehaust hier. Servus, ey, Blade, grüß dich. Mann, ey, das ist ja unglaublich hier. Ich glaube, wir gehen mal zurück. Ja. Schauen wir mal, was sie so entdeckt. Ich weiß. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Gottes Willen, ey. Frage, wo gehen wir denn lang? In der Decke sind Schächte. Ja, hier. Gucken, ob er dir das aus dem Weg räumen kann. Das müsste eigentlich funktionieren. Aber ich muss sagen, bis jetzt hat es ja noch nichts getroffen, was ihr irgendwie richtig wehgetan hat. Von wegen, einmal über den Boden gezogen und so. Verbluten lassen, gegen die Wand geschlagen oder wie auch immer. Okay, ganz friedlich sind die hier nicht. Oh, toll, los gehen wir. Jetzt haben wir uns den Weg hier frei gemacht. Ich glaube, das war's. Jetzt müsste sie ja eigentlich durch können. Alter, brennt das hier, ey. Sehr heftig. Jetzt müssen wir die Gedanken von dem Typen wieder übertragen. So muss das gehen, ja. Ich schaffe es nicht mehr. Okay, ruhig bleiben. Jetzt ist die Situation. Alter Falter. Die haben quasi mit einem Maschinengewehr gegen einen unsichtbaren Feind gekämpft. Na, hurra, ey. Kannst ja nur verlieren. Feinfühlig die Steuerung. Muss da die Gedanken eigentlich jetzt übertragen. Ja. Schon, wird ja wohl nicht so schwer sein. Oh Mann. Okay, den mal ein bisschen nach rechts. Den ein bisschen nach links. Ja, komm schon. So müsste es klappen. Jo.
Vieh hat das Vieh ja Tentakeln, wenn ich das so richtig sehe. So. Das ist eigentlich der Feuerlöscher, den er hatte. Ah, sehr gut. Ah, ist natürlich klar, der ist was. Ist aber ganz geil gemacht, also von der Steuerung her. Doch jetzt mal ein bisschen positiv. Also du weißt ganz genau, wenn du nicht weiterkommst, du wechselst auf deinen imaginären Freund. Kannst dann weitermachen. Ach, da hinten lebt noch einer. Mann, ey. Mal zu den Typen gehen hier. Geh weg, bitte! Ist gut. Ich bin Jodie. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Existenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten. Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Ich hoffe, er schafft es. Nee. Stirb, du Miststück! Stirb! Ist natürlich auch krass, warum sie sozusagen nicht angegriffen wird von den Viechern. Eine Tasche, da steckt aber Kraft hinter. Der verträgt jetzt aber ordentlich was. Kann man nur ausweichen und hoffen, dass nichts passiert. Feuer kann er überhaupt nicht ab. So, jetzt muss aber gut sein, ey.
nicht immer lange, was sie da braucht. An Heftig, ja. Letztendlich haben die dafür gesorgt, dass sie selber umbringen. Tolle Geister. Bleib bei mir, okay? Ja, man sieht schon, aber die Geister können ihr nichts groß anhaben, ne? Weil sie halt selber irgendwie einen guten Kumpel hat, der ordentlich Dampf hat. Als Beschützer. Muss noch mal gucken. Sie versuchen es halt mit Gegenständen, ne? Ja, komm. Bei dich. Oh, Mann. Ich hasse so eine Situation. Die sind so unangenehm. Ich würde sagen, endlich mal eine Tür, die vernünftig aufgeht, aber... Wir sind alle eingefroren. Das hat ja auch was. Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Biohazard, aha. Mich ein bisschen an Resident Evil. Das scheint echt ziemlich kalt zu sein. Von denen muss eine Karte haben. Wahrscheinlich liegt hier irgendwo eine rum. Lange hält sie das auch nicht aus. Ja.
nein. Mann, 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 ey, jetzt geht das schon wieder los. Alter, wie viele das sind. Jetzt läuft sie da lang. Oh, ich dachte, wir müssen da durch. Okay, sie hat es nicht geschafft, so heißt es, ne? Jody! Einen Arzt! Einen Arzt hierher! Oder hieß es, sie musste die Tür nur verschließen. Tut mir so leid. Ich hätte dich dann niemals reinschicken dürfen. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Das ist nicht so, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Wir übernehmen ab hier. Trage Sauerstoff hierher! Räumen Sie sofort das Gelände! Wir zerstören das Zielgebäude in T-2. Ich wiederhole, evakuieren Sie unverzüglich das Gelände. Krass, aber ich glaube, ich hätte es gar nicht anders machen können. Nicht gespielte Leichen zum Schändling übersehen. Beim Abschalten des Kondensators gescheitert. Besessen Wissenschaftler umgebracht, okay. Ja. Das Spiel ist voller Dramatik. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe ja Schnee in den Spielen. Sieht immer geil aus, ne? Wenn so Polizeiauto da lang fährt, so mit rot-blauem Licht, im Schnee, im Dunkeln. Oh, sind wir jetzt so geendet? Oh, Alter, wir brauchen aber auch langsam mal einen Tee oder irgendwas. Kann sich ja kaum auf den Beinen halten. Hier rein, vermute ich mal. Ist ja eigentlich schon mehr böse und kontrollierend und übel, echt. Ich hätte gedacht, er hilft mir jetzt irgendwie mal, aber. Hier ist auch nichts.
war das verdammt? Wie will er sie ja doch nicht ganz fallen lassen? Ah, alles klar, jetzt findet er sie. Sie atmet noch sehr gut. Muss ja auch völlig unterkühlt sein. Jody, nein! Komm schon. Trink. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber... es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Merry Christmas steht da an der Pappwand. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Ich glaube, für den zählt Weihnachten nicht. Der ist einfach nur froh, dass er überlebt hat. Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Ich wäre wirklich beinahe erfroren. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehen. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern? Durchgeknallter Freund? Sowas? Wir sagen die Wahrheit, der hat uns gerettet. Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Naja, ein im Polizeirevier hat sie, glaube ich, mehrere umgebracht. Hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden, aber ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls nicht so. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gern alles teilen. Ah, das muss gut tun, wenn er so durchgefroren bist, ist jede kleine Feuerquelle Gold wert. Ja, der hat sogar noch ein bisschen mehr Flamme.
Aber trink natürlich. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja, preise den Herrn. Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady. Ich jag die Steuerung wieder ein bisschen. Schmerzen. Ja, ist schon übel, ne? Was die auf der Straße durchmachen müssen. Oh Mann, 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 ey. Alter, das schneit da aber auch fett. Da ist unser Vorrat schon leer. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen was besorgen. Willst du sehen, wie alles bei uns hier so läuft? Ja, ich komm mit. Okay, für YouTube machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Damit die Datei nicht ganz so groß wird. Und da freue ich mich schon auf den nächsten Teil.